9 Schiffe starten heute Morgen vom Kieler Marinestützpunkt. Ihr Auftrag? Üben. Für den Ernstfall. Und für den Bündnisfall. Die Soldatinnen und Soldaten sollen auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen NATO-Mitgliedern verfeinern bei der Verteidigung der deutschen Küste. Natürlich ist die Sicherung der deutschen Küstenlinie vielfältig. Das kann sein, dass irgendwelche Eindringlinge kommen. Das kann aber auch sein, dass man tatsächlich sagt, wir stellen einfach nur das Hoheitsgewässer der Bundesrepublik Deutschland sicher. Gerade mit unseren neuen Mitgliedstaaten wie Finnland und Schweden sind wir eben sehr, sehr daran interessiert, tatsächlich hier den Fokus auch in die Osten zu bringen. Einheiten unter anderem aus Polen, dem Baltikum und den USA üben noch bis Sonntag vor der deutschen Küste von Flensburg bis Usedom, wie die Marine mitteilt. Die zivile Schifffahrt soll durch das Manöver nicht gestört werden.